Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Mein Name ist Dela und bei mir ist der Flo. Hallo Flo. Hallo Dela. Schön, ja, wieder hier zu sein in ja, Korea. Es hat lang genug gedauert, dass wir wieder da sind. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Aber wir haben mittlerweile die 4. Staffel erreicht. Yay! Ja. 4. von 11 Staffeln. Wir haben also noch ein bisschen was vor uns. Ja, wenn aber wir in dem Tempo weitermachen, dann machen wir das noch zu unserer Rente. Und naja, gut. Ja, wer weiß, welche Besetzung dann diesen Podcast macht. Denn ja, die Besetzungen ändern sich. Aber darüber werden wir auch noch zu reden haben. Genau. Denn in der 4. Staffel gibt es ja tatsächlich einige große Änderungen. Ja. Aber über die sprechen wir so live, wie es kommt. Denn das ist tatsächlich Teil des neuen Sendungskonzepts. Die jetzige Folge wird ein kleines Experiment werden und ich bitte darum, dass ihr uns mitteilt, ob euch das gefällt. Du meinst, es ändert sich auch bei uns etwas? Naja, vielleicht. Also, wir werden sehen. Denn wir haben jetzt beschlossen, bis jetzt war dieses Format für den Output relativ aufwendig, möchte ich mal behaupten. Das heißt, es war so, wir haben die Folgen geguckt, wir haben uns zu den Folgen Notizen gemacht und Blödsinn, haben es dann aufgenommen, haben es dann geschnitten, haben sehr viel geweint und geflucht und alles war furchtbar. Und um das Ganze ein bisschen zu entschärfen, wollen wir jetzt mal was ausprobieren. Was klickst du da eigentlich die ganze Zeit? Verzeih. Das gehört zum neuen Konzept. Okay, wollen wir mal was ausprobieren, nämlich quasi einen Live-Kommentar. Das heißt, wir beide haben uns jetzt die Disney Plus Version der Serie geholt. Also die ist im Abo mit drin. Und wollen die jetzt live gemeinsam mit euch gucken. Das heißt, das würde so laufen, ich zähle nachher an. Dann starten wir gemeinsam die Folge. Und wenn ihr das möchtet, könnt ihr die Folge auch parallel mit starten. Und dann seht ihr ungefähr, wo wir geistig sind. Das Ganze wird aber auch beinhalten, zumindest wenn das so läuft, wie wir uns das denken, dass wir diese Folge nicht großartig schneiden. Das heißt, ich schaue dann nachher nur noch ein Intro und ein Outro ran und das war's. Ob euch das gefällt, weiß ich nicht, aber wie gesagt, ich bitte um Rückmeldungen, wenn es dann soweit ist. Und ob das Ganze technisch funktioniert, das werden wir auch erleben. Also Experimentalfolge. Große Warnung an der Stelle. Es ist für uns auch ein Experiment. Wir haben das auch so noch nicht gemacht. Es kann auch sein, dass es zwischendurch mal Momente gibt, wo wir einfach beide still sind und die Folge genießen. Genau. Deswegen, vielleicht ist es am besten, wenn ihr es einfach als Audiokommentar zu der Folge seht und ja, sie ihr euch dabei auch anguckt. Denn es lohnt sich, glaube ich, zumindest, ja, was jetzt so in der nächsten Zeit kommt. Was man halt noch dazu sagen muss, ihr hört logischerweise den Ton der Folge hoffentlich nicht, weil sonst kriegen wir hier Haue von Copyright und Sachen. Deswegen, wenn still ist, ist halt wirklich Stille. Aber ja gut, damit müsst ihr halt leben. Genau. Wir schneiden es nicht, damit unsere Bemerkungen halt wirklich parallel zu, genau, der Episode sind. Genau. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja, legen wir los. Was haben wir denn für eine Folge? Ich würde sagen, wir starten und dann legen wir los. Dann haben wir wenigstens was, okay, zu erzählen. Gut, das ist ein Plan. Dann zähle ich jetzt an. Und bei Start drückt ihr auf Start. Nur ganz kurz noch, wir haben gerade die deutsche Sprachausgabe und englische Untertitel, damit die Originalwitze erhalten bleiben. Genau. Und das ist die 4. Staffel Folge 1, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Oh, Moment. Warte mal. Hä? Warum hast du mich dann vor uns nicht unterbrochen, als ich sagte, Hanikat an der Portas, das ist doch Folge 2. Stimmt. Moment. Ja, naja, weil das ein Zweiteiler ist. Aber das können wir auch. Also die Folge heißt jetzt im Deutschen Trapper ist weg. Gut, Augenblick, ich brauche noch einen Moment. Ja, ihr seht, es ist alles live. Dann vielleicht schon mal so viel als Info, warum das hier zu dieser Verwirrung kommt. Im Original bei der Erstausstrahlung sind die Folgen 1 und 2 als Doppelfolge zusammen ausgestrahlt worden.
So sind sie zum Beispiel auch auf der DVD, aber hier bei Disney Plus zum Beispiel sind sie in dem zweiteiligen Genau. Modus, den wir jetzt auch besprechen. Genau. Gut, dann bin ich jetzt bereit und wir besprechen die Folge Trapper ist weg. Richtig? Genau. Gut. Ich fange an zu zählen. 3, Ja. 2, 1, Start. Ja. Und da ist die Titelmusik, die ich Ja. sehr mag, nach wie vor. Ich liebe das Intro so sehr. Ja. Ich mag es ja auch mit Text aus dem Film, dieses Suicide is Painless, aber ach, die hat es. Ich finde es eines der besten Titellieder der Fernsehgeschichte. Und wir sehen jetzt das erste Mal onscreen den Namen Harry Morgan. Oh ja. Warum wir den jetzt das erste Mal sehen, werden wir bald merken. Ja, es ändert sich dann noch mehr eigentlich. Ich meine, wir haben alte Bekannte dabei, Loretta Swift, Larry Linville, Gary Burkhoff. Und wir haben zum allerersten Mal auch am Ende Jamie Farr. Das heißt, Klinger Genau. ist jetzt im Hauptcast. Ich gehe nach Korea. General Dwight D. Eisenhower. Ein furchtbarer Platz. Hat er das jetzt General wirklich gesagt? Raymond W. Bliss. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ja. Also es beginnt mit Zitaten und dann werden unsere Leute Zum aufgerufen. Fallenappell berufen. Genau. Raider trötet seine Tröte und der Kommandant ist Ja, Frank Burns. bedauerlicherweise Burns. Ja, denn wir wissen ja, in der letzten Folge der letzten Staffel hatten wir einen tragischen Verlust. Und jetzt hat Burns das Kommando übernommen. Aber Klinger hat einen sehr hübschen Hut auf. Ja, steht ihm. Aber diese grüne Armeekleidung, die er trägt, passt ihm nicht so richtig. Ja, das stimmt. Ja, wir drohen also Klinger mit einer Beförderung. Ja, Leider nicht warum mit auch der nicht? Beförderung nach Hause. Und jetzt geht Margaret hin und nimmt ihm seinen Hut weg. Aber er Und fordert wird sie noch. darauf hingewiesen, dass sie bitte die Blumen auf dem Hut gießen soll. Ja. Raider sieht auch nicht gerade begeistert aus von. Nee, so gar nicht. Aber er hat zumindest die zackigen Bewegungen ganz gut drauf. Jetzt hat er Ja. gerade Burns mit dem Klemmbrett gehauen. Das ist eine sehr zackige Bewegung, das ist bestimmt nur Zufall. Ah Das ja. Konzept Privatschinken finde ich auch fantastisch. Hast du keinen Privatschinken? Nicht mehr. Hattest du ihn auch mit deinem Versicherungsvertreter? Aber die Einzige, Oh. die sich einigermaßen wohl zu fühlen scheint, ist ja Margaret. Und Burns natürlich. Ja, bei Burns, der sieht immer aus, als hätte er Verstopfung. Ja, das stimmt. Und da kommt Hawkeye mit einer Rikscha angerikschert. Und das sieht ein bisschen verkatert aus. Ich wollte gerade sagen, ob sie bei dir auch lachen, aber wir gucken ja dieselbe Sache. Ja. Ist ein bisschen irritierend, dass in der deutschen Tonspur Lacher drin sind. Das hat man ja normal nicht so gemacht. Also Hawkeye war in Urlaub und ist jetzt wieder zurück. Und er schenkt Frank eine MacArthur-Puppe. Das finde ich sehr nett. Während Hawkeye jetzt Richtung Duschen schlürft, nein, schlurft, trötet. Natürlich in voller Uniform. Natürlich, er duscht sich auch mit voller Uniform. Also er ist wirklich sehr verkatert. Ja, in der Zeit löst Raider nun die Versammlung auf und eilt auch zur Dusche, denn er hat Neuigkeiten, die Hawkeye nicht hören will. Sprich bitte in kleinen Buchstaben. So,
Also der Witz war gerade, hattest du schon mal das Maul voller Baumwolle? Nein, wir waren Vegetarier. Ja. Herr Raider erklärt ihm gerade, sie haben versucht, ihn zu erreichen. Aber sie konnten ihn nicht kriegen. Denn es gibt Neuigkeiten. Und das wird jetzt eine Überraschung. Ja, und Trapper jetzt erfahren wir gerade, dass Trap weg ist. Ja, er hat seinen Entlassungsbefehl bekommen und ist ab nach Hause. Und jetzt ist Hawkeye gerade ein bisschen geschockt. Ja, also er ist gerade zickig, dass er nicht angerufen wurde, aber wie gesagt, man hat es ja oft genug versucht. Ja, er wollte ja nicht. Und jetzt ist Hawkeye traurig, weil sich und jetzt ist Hawkeye traurig, dass er sich nicht verabschiedet hat. Lustig, wir reden dasselbe. Und jetzt kriegt Hawkeye das Abschiedsgeschenk von Trap. Ja. Ein Kuss. Ja, ein Knutsch. Auch wenn Raider das nicht gerne macht. Mhm. Trap ist erst ein paar Stunden weg. Genau. Also versucht. Und da hat Raider gerade nochmal geknutscht für diese gute Nachricht. Ja, was Raider so gar nicht gut findet und gleich auch nochmal unter die Dusche verschwindet. Ja, das ist eine meiner Lieblingsszenen aus dieser Folge. Weil sie freuen sich jetzt sehr auf den Nachfolger von Trapper. Und der eine oder andere wird wissen, wie es ausgeht. Ja, sie sind auch traurig, dass Trapper weg ist und nicht dieser nervige Hawkeye. Ach, ja, er kuschelt Frank wieder mit seinem Arthur, MacArthur-Bild. Ja. Scheiß geil. Immerhin meldet Hawkeye jetzt, dass er hinter Trap herfährt. Ja, auch und tropft natürlich Franks Tisch voll. Ja. Ja, also er hat ja immerhin noch so viel Verstand, dass er die Patienten mit in Betrachtung zieht. Aber es ist tatsächlich relativ wenig los. Also das ist tatsächlich was sie selber hinkriegen. Und jetzt kommt Raider und er hat die Info bekommen, dass der Nachfolger von Trapper heute ankommt und er bittet um Erlaubnis, ihn abzuholen. Zufälligerweise an genau demselben Platz, wo Trapper verschwunden ist. So ein Zufall. Ja, und natürlich, Hawkeye hat verboten gekriegt, wegzufahren, meldet sich jetzt aber ganz zufällig in seine Quarters, in seine Unterkunft ab. Im Englischen hat Frank gerade Hawkeye sehr lustig beleidigt. What a dodo. Ja. Ja, wir fangirlen jetzt den neuen, wie ist das Wort, Arzt? Wegen all seines tollen Lebenslaufs und dass der bestimmt ein total toller Republikaner ist und so. Und das muss voll gut sein. Ja, die tollen Republikaner. Aber er scheint tatsächlich kein schlechter Arzt zu sein. Ja, also der Lebenslauf, der beste, unter den besten 10 in egal welchem Abschluss. Mhm. Hat ein Dr. Honeycutt. Frank kannte einen Dr. Honeycutt, der ging aber drauf, als sein Kessel mit Erbsen explodierte. Ja, sie wollen ihn zu einem der Iren machen. Ich wette, er ist ein Republikaner.
Aber das wäre natürlich auch zu viel verlangt, wenn das, ja. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja, Hawkeye klaut gerade Vader und den Truck. Ja, der Truck ist, glaube ich, wichtiger, aber man klaut halt Vader einfach mit. Genau. Oh, Frank ist wirklich ein strenger Mensch. Er weckt Vader nachts und inspiziert seine Unterhose. Und seine Zahnbürste, ob er auch wirklich die Zähnchen geputzt hat. Ja. Aber natürlich, Hawkeye hat einige Gefallen gut bei Vader. So muss man es ja auch schlicht und ergreifend sagen. Ja. Und deswegen kann er jetzt auch den LKW klauen. Also den Jeep. Ja, entleihen. Zusammen mit Vader. Und dann machen sie sich auf zum Flughafen. Genau. Wildhupend. Und mit quietschenden Reifen. Der rast ganz schön durch die koreanische Landschaft. Ja, er hat es ja auch ähnlich. Ja. Aber lustig nur von Weitem. Wenn man es dann wieder in Nahaufnahme sieht, fahren sie viel langsamer. Lustig finde ich aber tatsächlich, dass Vader das gut findet. Hat er auch nicht sonst immer beim Autofahren Schiss? Aber er kichert die ganze Zeit sehr begeistert. Ja. Ja, man erkennt sehr deutlich, dass die von außen aufgenommenen Szenen einfach beschleunigt abgespielt werden. Ja. Und Hawkeye sagt, Vader soll nicht so laut jubeln. Er versucht gerade ein bisschen zu schlafen, während er fährt. Aber gut, ich glaube, die letzte Autofahrt war Vader mit einer schwangeren Frau. Ja. Ich nehme an, seitdem kann es nur noch besser werden für ihn. Wir kommen an die erste Straßensperre. Und Hawk umfährt sie einfach. Das könnte Ärger geben. Worauf Vader natürlich auch hinweist. Ja, aber was soll die machen? Uns aus dem Krieg werfen? Ja, die Straßenblockade Menschen fahren jetzt hinterher. Beziehungsweise die zweite Straßenblockade wurde per Funk kontaktiert. Mhm. Und sie halten die beiden an. Naja, sie halten Hawkeye an, denn Vader ist nicht zu sehen. Genau. Ah, er erzählt ihm, dass er einen Schwerverletzten hat, während Vader ganz eingekuschelt auf der Rückbank liegt. Er hat Neuropraxia. Mhm. Und jetzt versuchen wir gerade zu erklären, was dieses Krankheitsbild ist. Ein zeitweiser Komplettausfall des Nervensystems. Und sehr ansteckend. Ja, der MP ist auch nicht so richtig begeistert von der ganzen Sache. Ja, er guckt ein bisschen skeptisch und winkt ihn weiter. Und Vader guckt wieder hoch. Ja, wir haben fest das Ziel, wir werden Trapper nicht verpassen, bevor er abfliegt. Ja, der Abschied von seinem besten Freund, ich meine, das ist schon... Das ist halt wichtig. Ja. Das kriegen nur Leute, die Fingernägel kauen, Neuropraxia, deswegen hört Vader auf, seine Fingernägel zu kauen. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen beschleunigte Autobilder. Genau, und große Staubwolken. Und jetzt sind wir ich habe vergessen, wie der Ort heißt. Aber egal. Am Flughafen in Korea, den es gibt. Und es sieht tatsächlich ein bisschen militärischer aus als unser Camp. Ja. Und es scheint Kimpo zu heißen. Ach stimmt, ich das genau. Schild richtig lese. Ja, der befehlshabende Mensch steht da gerade am Telefon und versucht rote Paprika? Paprika, ja. Im Deutschen sagen sie Paprika. Weil die Grünen hasst der Colonel nämlich und und Hawkeye versucht rauszukriegen, wann denn die Flugzeuge in die Staaten starten. Genau. Und ich glaube, er hat gerade gesehen, dass er abgehauen ist. Yep. Ja, vor 10 Minuten ist das Flugzeug mit Trapper gestartet. Währenddessen ist der befehlshabende Mensch immer noch dabei, Kuckucksuhren, saure Gurken, Paprika und Golfbälle zu bestellen. Ja. Jetzt haben wir einen traurigen Hawkeye. Aber wir bekommen
Honeycutt. Ja, da ist er. Und ich muss sagen, es ist halt wirklich ein attraktiver Mann. Ja. Er sieht auch schick aus in der Uniform. Ja, steht ihm tatsächlich. Mhm. Und ich meine, er ist der Einzige, der diese Uniform freiwillig trägt, also von daher. Ja, da hatte ich doch irgendwo einen Fact dazu. Das ist eine Sommer-Dress-Uniform. Mhm. Und tatsächlich für diese Situation die falsche. Jahreszeitenmäßig die falsche? Oder? Nein, wenn man eine eine Kampfzone betritt, dann trägt man normal eine Utility oder eine Camouflage-Uniform. Also nicht die Ausgehuniform, die Paraduniform. Genau. Ja, Dinge, die weg sind, ist nicht nur deine Notiz, sondern auch unser Jeep. Oh, und das Raider ist aber schade. Hat gerade so einen leichten Nervenzusammenbruch deswegen. Ja, kein Wunder. Aber wir merken hier tatsächlich, dass Pierce und Honeycutt tatsächlich schon so ein bisschen Chemie entwickeln. Weil Honeycutt gibt halt die ganze Zeit schon dumme Kommentare von sich. Übrigens nochmal auf die Neuropraxia zurückzukommen. Die gibt es tatsächlich. Es ist aber nur eine ganz milde Form einer Nervenverletzung und überhaupt nicht ansteckend. Ja, wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir Honeycutt auf einen Drink einladen, weil wir müssen ihn ja ordnungsgemäß begrüßen. Genau, im Offiziersclub, aber Raider darf da ja gar nicht mit rein. Also kriegt er ein Sternchen an die Mütze von BJs Uniform. Es ist gewissermaßen eine Feldbeförderung. Ja, der gute Trapper ist also weg. Wir haben ihn nicht mehr gesehen. Er ist in seine Spin-off-Serie geflogen. Trapper John, MD, die von 1979 bis 86 lief, für 151 Folgen in 7 Staffeln, aber mit komplett anderen Schauspielern. Und es gibt, glaube ich, auch keine Querverweise außer der Figur des Trapper John zu MASH. Hier sieht man tatsächlich das erste Mal, dass Honeycutt ziemliche Segelohren hat, denn er hat gerade seine Mütze abgenommen. Ja. Ja, Raider trinkt einen Traubensaft. Ja, lecker. Ein Traubensaft. Die anderen beiden nehmen natürlich einen Birnen. Ein Grapefruitsaft heißt in der deutschen Übersetzung. Das ist spannend. Ja. Ja, ich habe die deutsche Tonspur jetzt wieder abgeschalten, weil ich wäre blöd, wenn ich die deutsche Tonspur höre. Ja, das ist gut, weil wir beides parallel können vergleichen. Das ist schon ganz gut. Also ich habe jetzt quasi wirklich nur noch die Untertitel, aber es geht auch. Ja. Ja, bevor Hawkeye heiratet, muss er erstmal schwanger werden. Ja, aber anders als Trap ist BJ. Nein, Moment. Trap hatte Kinder und Frau, oder? Ja. Genau. Ja. Raider wird gerade gefragt, ob er einen Strohhalm zu seinem Traubensaft haben möchte. Und sie haben Popcorn in Korea. Das finde ich auch ganz spannend. Es ist koreanisches Popcorn. Ja, wir reden gerade über die koreanische Geschichte und dass die seit, was weiß ich, wie viel Jahrtausenden ständig umkämpft waren von Mongolen und Chinesen und sonst was. Und jetzt wir. Oh, wie schön. Also im Deutschen sagt Raider, oh, da ist richtig Grapefruit-Geschmack drin in seinem Und bei mir Drink. Sagt er tatsächlich, oh, das schmeckt ja tatsächlich nach Trauben. Ja. Jetzt erklärt Hawkeye Trap gerade seinen Namen. Dass es aus dem letzten Mohikaner kommt, weil sein Vater auf dieses Buch total stand. Das hat er schon mal in einer früheren Folge erklärt. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, das hatte er, glaube ich, irgendwann Trapper schon mal. Okay, also BJ hat Mail doch Kinder. Ja. Also zumindest war seine Freundin schwanger, als er eingezogen wurde. Ah. Mal gucken, ob das noch jemals erwähnt wird. Genau. In der Folge Mail Call am Ende der zweiten Staffel hat Hawkeye die Geschichte schon mal erzählt. Okay.
Ja, Vader ist gerade ein bisschen paranoid, weil er von einem Colonel beobachtet wird. Aber die anderen beiden interessierten sich da nicht so richtig dafür. Stimmt, seine Frau, die Frau von BJ heißt Norma Peggy Jean? und nein, das ist der Babysitter. Ach so, ach ja. Ja, heißt Peggy und sie haben ein Kind. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist er auch, glaube ich, ein bisschen treuer als Trapper das je war. Dann wäre er ja tatsächlich der Erste in der Serie. Naja, Raider ist auch immer sehr treu. Naja, Gut, er hat auch mehr aus Gelegenheit. Angst als aus allem anderen, oder? Ja. Ja, der Colonel hat sich uns gerade genähert und wir versuchen die Situation ein bisschen zu entschärfen. Und Hawkeye versucht jetzt zu erklären, was Raider denn für einen merkwürdigen Rang hat mit Corporals Streifen, nee, mit Captain Streifen und Corporals Uniform. Ja, und wir erklären gerade, dass wir gerade mit neuen Rängen experimentieren. Ja, natürlich. Aha, sie bei der Strichliste, das war das erste Mal negativ für den Corporal Captain. Aber wir sind natürlich sehr dankbar für die Meinung. Vielen Dank, beehren Sie uns bald wieder. Und wir haben eine Casablanca-Anspielung. Oh, ja, und Trader sagt, wenn er jetzt noch einen Grapefruitsaft trinkt, von der Farbe her ist es ganz eindeutig Traubensaft Ja. übrigens, ja, dann kriegt er wieder seine Blähung. Also er will das jetzt nicht noch trinken. Aber die anderen können ruhig noch einen Bourbon trinken, die müssen ja nur fahren. Aber tatsächlich muss Hawkeye jetzt gerade mal ein bisschen seine Truppe loben. Denn Ja. klar, es ist halt Schlachthauschirurgie, was sie da loslassen. Aber sie haben immerhin eine Survival Rate von 97 noch was Prozent. Und Und es BJ gibt ein. erkennt das auch tatsächlich an, dass das Ja. dann wahrscheinlich am Personal liegt. Und es gibt eine kleine Ehrung für Henry. Genau. Ja, und jetzt kommen die Emotionen in Hocker wieder hoch, weil der Trap verpasst hat. Genau. Tja. Ja, jetzt lästern wir ein bisschen über Burns. Das Frettchengesicht. Frettchengesicht. Lustig, ich merke hier auch gerade, ich habe jetzt bei mir auf deutsche Untertitel gestellt und deutsche Tonspur. In der Tonspur sagt Hawkeye, so feinfühlig wie ein Betonpfeiler. Im Untertitel steht so feinfühlig wie ein Rhinoceros. Und bei uns war es eine deutsche Jazzband. Oh je. Also, man kann das in verschiedenen Kombinationen gucken, hat immer was Neues. Ja, jetzt merken wir gerade, dass sie pleite sind, beziehungsweise Raider soll die Rechnung bezahlen, weil er ja doch mit seinem neuen Rang so viel Beförderung gekriegt haben müsste, also auch finanziell befördert werden, aber er hat nur 70 Cent. Das verstehe ich. Ja, aber zum Glück hat BJ ein bisschen Geld dabei. Ja, das sah noch ganz schön viel aus, nicht mal nur noch ein bisschen. Ja, Raider erschreckt sich immer, wenn er höherrangige Leute sieht. Naja, das war jetzt tatsächlich ein General, also bei dem würde ich mich auch erschrecken. Was ich mich gerade frage, wo hatte BJ die ganze Zeit jetzt seine Mütze? Weil in der Hand hatte er sie nicht. Na, er hatte sie am Haken neben der Tür hängen. Okay. Ja, da steht jetzt der Jeep, mit dem dieser General gekommen ist. Und wenn man da das Fähnchen abmacht, sieht er genauso aus wie der andere Jeep. Genau. Also klauen sie ihn einfach. Auch wenn Raider da jetzt nicht begeistert von ist. Und wir hatten tatsächlich auch gerade noch so einen kleinen Diversity-Moment, dass diese Streitkräfte auch sehr unterschiedlich sind, weil als sie den Jeep klauen, ist gerade ein Mensch mit einem Turban zum Beispiel aus der Ja. Offizierscasino-Sache rausgelaufen. Das hatten wir ja schon mal vorher, als wir zum Beispiel die Griechen oder Türken, ich weiß es gar nicht mehr genau, hatten. Ich glaube beides. Jetzt Ich fährt glaube Raider und er beides. sieht gar nicht begeistert aus. Ja, wir kriegen eine Vorschau auf die nächste Episode. Denn der erste Teil dieser Folge ist jetzt schon vorbei.
Und ich würde sagen, wir nutzen diesen Abspann jetzt, um zu sagen, wie wir diese Folge fanden. Also ich habe tatsächlich Spaß gehabt, weil mir, also es wird tatsächlich an Emotionen. Mir tut das echt leid, dass Hawkeye nicht die Möglichkeit hatte, sich zu verabschieden. Das ist echt ein bisschen schade. Aber nun, damit müssen wir jetzt einfach leben. Ja, ich würde sagen, ich gebe 8 von 10 Captain Corporals. Ja, ich gebe 7 von 10 Segeluhren. Gut, und dann bin ich gespannt. Ihr werdet es dann in der näheren Zukunft hören. Wir machen jetzt direkt weiter mit dem zweiten Teil dieser Folge. Genau. In diesem Sinne, es war wunderschön mit euch. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.